Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Teamprojekt zusammen mit dem Vinny und mit dem Chris. Und ja, ich bin noch immer da beim Rübenhäckseln. Und was die anderen zwei Herr Kollegen machen, das wird wahrscheinlich noch immer das gleiche sein wie vorher. Rüben. Ach ja. Erzählt ein bisschen was. Eine Story oder so, keine Ahnung. Dass ihr so auf Lager habt. Eigentlich nichts. Boah, das macht Spaß. Hey, wir drin und fahren mit dem Einhänger zu dir. Nein, Mann, das Ding's da. Wenn die Rüben im Gras liegen, das macht Spaß. Mach das schon mal voll. Spaß. Lass das schon mal voll machen, Gudi. Alle. Ja. So, dann. Ich hab's ja mal an. Was habt ihr morgen so geplant? Gar nicht. Außer als Schule. Nein, dann ist es. Also ich wahrscheinlich Schule. Ich hoffe ja immer noch auf Schule. Ey, so wie ich meine Schule kenne, wenn die Lehrer schon über Unterrichtsstoff schicken. Ach jo. So. Und morgen hätte ich gar nicht mal so gern frei haben tatsächlich. Mit 3 Stunden Werken, 1 Stunde Kunst, 1 Stunde Deutscher, gut, ist ein bisschen blöd, weil das Thema ist momentan so scheiße. Ist halt schön, wenn man am Freitag nur 5 Stunden hat. Wenn man es so nimmt, Werken, ja gut, die erste Stunde bei Werken ist immer langweilig, weil da machen wir Theorie. Wenn wir 1-2 Blätter meischen, dann ist halt Praxis. Ja, bei mir ist immer dienstags Geometrie, Englisch, dann haben wir technisch Zeichnen und dann dauerhaft Werken bis um 3.15 Uhr. Also. Ja. Und dort der Güni schon wieder rauchen, ja. Mhm. Überhaupt nicht. Nö, hab ich nicht. Vorhin war es ja Frage. War jetzt. Aha, wie ich es gewusst hab. So, Rübenschnitzel sind fertig, was kann ich jetzt helfen? Kannst du da die Ladung wieder hinkippen? Im Möff drin. Was sind 21 Kubik. Ja, alles höchstwahrscheinlich. Ja. Also der große Anhänger ist 12. Fall. Wenn ich jetzt da nochmal... Ja. Wenn ich die Bahn noch fertig habe, dann lade ich dort den großen nochmal ab und dann ist der blaue Fall. Ich bin mal gespannt auf die auf das neue Projekt, Alter. Ja, das wird sicher dick. Hammut. Ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt gar nichts zu tun habe. Schönen guten Tag. Grüezi miteinander. Nee.
sprechen wir dann. Hauptkommissar, schaust du mal nach. du Klappspaten. Eine kurze Anmerkung. Ich bräuchte einmal 400 Euro von Ihnen. Für was? Für Parkgebühren. Parkgebühren? Ja, weil Sie ja auf unseren Rennern ich hänge fest. In unseren Grasstreifen hier stehen und bei uns im Feldern. Chris, dann zahle ich 4 Euro. Dann passt. Nee, ich wollte nur fragen, warum ihr bei uns parkt, ihr hättet ja fragen können. Problem damit? Nachbarn haben sich schon beschwert und ich hab euer Zeug einfach bei uns draufgestellt, ohne zu fragen. Wann und wo? Wo ihr euer Feld da gemacht habt? Ey, da standen wir bei uns. Da standen wir hier drüben bei dem Grünstreifen, das sicherlich. Das stimmt. Oder wir standen auf der Straße, wir standen nicht bei euch auf dem Feld. Weil ihr habt ja keinen großen Grünstreifen hier, sonst müssten wir in eure Frucht reinfahren. Warte. Deswegen, ihr hättet ja fragen können, hätten wir euch ja hier sagen können, dass ihr parken könntet, aber einfach so. Ja, chill. Du bist Matthias vorhin mit unserem Häcksler irgendwo hängen geblieben, an der Laterne hängen geblieben. Ja, da, ich kann nichts für die Inkompetenz meines Fahrers. Ja. Sag ich's nicht mehr. Teil dieses Fahrers ist ja Junge, Alter, bist mal. Ja, ist ja so. Ich kann nichts dafür, dass ihr. Ja, wie gesagt, ey, ihr müsst halt nur fragen. Jetzt hat er schön. Jetzt hat er schön wieder feig genommen. Deswegen ist so besser, aber das nächste Mal einfach fragen, dann können wir das ja abklären. Jetzt hat er wieder feucht in der Hosen. Rennt schon wieder unten raus, jetzt hat er schon wieder feucht, Alter. Herr Passant, ich weiß ja nicht, wie krank Sie sind, aber ja. Weil, kann es sein, dass Sie über die paar Tage Robotersprache gelernt haben? Na, wieso? Weil Sie sich ziemlich wie Roboter anhören. Also, bei mir hört sich's nicht an, ich weiß nicht, was du für ein Dosa-PC hast. Wahrscheinlich wird das gerade ein Update braucht. Ich habe kein Update hier, also ich habe eigentlich alles. Weiß ich, warum das sich so anhört. Bei mir braucht auf jeden Fall Discord ein Update. Weiß ich nicht, ob es bei mir ein Update braucht, aber ja. Wie lange braucht ihr euren Rüben? Wobei, bei uns sind die noch gar nicht Endreife. Sind noch nicht reife. Scheiße. Komm her, Mulana. Aber sonst ist alles Komm her mal was? Bitte an Ventilator bringen, ich sehe nix. Wie, du siehst nix. Da ist alles Nebel. Ja, wenn du ständig deine Bude da abbrennst, Alter, und der Laura und nie was abgibst, dann ist das immer so. Wow. Ja. Aber nee, ansonsten könnten wir bei Ihnen ja auch den Zuckerrüben ernten mieten, oder nicht? Ja, 800 die Stunde. Jo. Wollt ihr noch mein Familienhäuschen in Italien? Ja. Jo, hätte nichts dagegen. Ja, sicherlich, Alter. Ja, Junge. Das ist eine große Maschine, mein Gott. Warum lacht der Praktikant bei dir? Gute Frage. Er lacht schon wieder, Alter. Gute Frage, warum mein Praktikant lacht. Das ist eine. Ich rede auch nicht damit, gell? Also, ja, keine Ahnung. Schlimm. Ganz also, schlimm. Matthias, ich glaube, du musst der Praktikant wirklich mal erziehen. Boah, ihr seid solche Wichser, Alter. Warst du doch schon lange, also. Wer? Ich meine ja dich, nicht mich. Wer? Ich. Wer hat gefragt, Junge? Ich hab doch auch gesagt, du Schwamm, wo ist der Bus mit Leuten, die sie interessiert? Digga. Bei dir auf jeden Fall nicht. Also der kam jetzt. Danke für die Antwort. Unterirdisch. Der war so flach wie seine Wüste daheim. Sagt der Smoker. Ich hab wenigstens gucken, ein Objekt da, wo nicht so flach ist. Was? Nix. Naja. Er macht denn da die ganze Zeit seinen scheiß Helfer an oder was? Ja, ich nicht. Ihr müsst ja mal euren Praktikanten unter Kontrolle halten, hä?
Wir haben keinen Praktikanten. Ja, seid du mal deinem Praktikanten unter Kontrolle, bitte. Jo. Dass du den Scheiß rausredest. Bruder, ey, wie tief steckt eigentlich bei euch der Stock im Arsch, Alter? Praktikanten, machen wir wieder Stock. Weiter mit dem Kalken. Ja, bei dir ganz tief, also sind wir leise. Nee, also, ich weiß nicht, in welchem Sinne ich Praktikant bin, aber ja. Doch nichts weiter unter wie Praktikant. Ja, wo bist du dann, wenn ich Praktikant bin? Doch, Ferienhilfe. Bin? Ferienhilfe. Ja, stimmt, hast Chris dann Ferienhilfe? Okay. Danke dir, Günni. Wenn dann bei dir. Warum denn bei mir? Was will er denn bei mir für eine Ferienhilfe machen? Ferienhilfe, du. Ah, Junge, nee. Klappspaten, Alter. Ach, Digga. Das ist so ein richtiger Vollzeit-Klappspaten, Alter. Vollzeit-Klappspaten. Mhm. Sehr sympathisch. Dass er überhaupt dafür Geld kriegt für seine Influencer. Ja, ein 20 pro Monat. Ein 20 pro Monat. Günni, ich wechsle nicht jeden Tag was. Er macht zwar halt gewisse Unterhose, aber die sollten sich schon jeden Tag wechseln. Ich nicht, wenn dann die anderen Weiber, aber gut, ja. Ja, ja. Wahrscheinlich, ja. So viel wirst du gar nicht mal in deinem Leben erreichen, also sag mal ganz leise. Ich brauche keine 50 Mädels und das will ich auch nicht erreichen, dass ich jede Woche mein Mädchen wechsle. Das will ich nicht erreichen, das kann schon bei dir bleiben. Alle zwei Wochen. Ja, trotzdem, schlimm genug. Doch, einen Tag. Einen Tag, jeden Tag. Drüben im Schrank, jeden Tag, so welches nehme ich jetzt? Ich bin heiß. Sehr beliebt. Ich bin bei Tinder, meinst du? Ja, voll. Das war mal eine Challenge. Dein Les-Profi geht auf Tinder. Wie bitte, was? Nix. Wahrscheinlich rennt er jeden Tag einen Korb, was? Mhm. Also ich habe besseres zu tun, als jeden Tag auf eine Dating-Seite zu gehen. Naja, weil wir anders überlegen. Warum soll ich mir das anders überlegen? Also ich weiß ja, was nein, du und Chrissy Gaming so jeden Tag macht, aber... Ich hab keine Zeit für sowas. Yeah. Hey, was denn? Wahrscheinlich die... Stimmt, der Smoke-Ofen muss wieder angehen. Wieso nicht? Der Keller wieder komplett voll. Matthias, sie macht sich die Halle. Ich glaub, da leckt ein bisschen los. Was? Matthias? Ja, geh mal wieder runter, oder? Ja, bitte. Na, da war wir müssen hochgehen, wir sind immer eine Stufe höher. Also ich will nicht deinen Praktikanten mehr hören. Tschüss! Er ist unhöflich. Bis dich. Sicher. Wer heute hä? Zwar klappt. Warum soll ich mich verpissen, wenn er in unserem Talk ist, hä? Der Typ ist schon los, oder? Ja. Das sagt schon sein Name. LS Profi, die Rechtschreibung allein schon. Rechtschreibprofi. Mhm. Und ein Profi noch mit langem I geschrieben, dann passt. Wahrscheinlich muss er nochmal im Deutschkurs. Ja. Nee, Profi mit Y. Profi, ey. Hat 4.000 sind jetzt gerade drin da, bitte. Bei mir ist Dauer auf 30. Ah, die nächste Ladung kommt. Jetzt kann aber mal wer anders schaufeln. Ja, du kannst weiter. Ja, mach ich. Darfst du ehren. Ah, kaputt. Dann darf Kuni mit seinem 8R und 6R und wo soll ich das rein? Ach, da wo der Ableitezeichen ist, ne?
Weil Weltkuni mehr als 100% geht nicht. Ja, einfach jetzt so abladen oder was? Ja, mit B. Du musst das zuerst häckseln. Lass mal anschalten. So, meine lieben Freunde, aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da, schreibt einen netten Kommentar und dann schaut es in der nächsten Folge wieder vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.